Und wieder mal wird es richtig spannend. Pearl TV europaweit mit einem ganz neuen Produkt, wo Sie in die Hände klatschen werden. Nein, das ist kein Ständer für einen Sonnenschirm. Es ist was ganz anderes, Kai. Walter, das ist genau das, was bei dir im Moment in den letzten Tagen, wie du mir ja sein Leid geklagt hast, ja, eigentlich oder genau die Lösung ist, die du auch brauchst. Ja. Liebe Zuschauer, wir haben hier eine 43 x 43 cm große Satellitenschüssel. Sie werden sich jetzt fragen, Moment, da ist doch kein Empfänger vorne drauf oder irgendwas. Das ist eine komplette Satellitenschüssel. Und zwar haben wir ja, wie du auch mit deinem Vermieter diese Problematik hattest, immer diese Frage beim Vermieter, dürfen wir eine Satellitenschüssel aufnehmen? Es ging damit los, dass ich gefragt habe bei der Wohnungsbesichtigung, gibt es denn hier Kabel-TV? Ich habe ja technisch nicht so, ich bin da nicht der Diplommann, aber ich habe schon Ahnung, muss ich schon sagen. Ne? Also da steckt man das in die Antenne, dann hat man Kabelprogramme. Da sagt der Vermieter, nee, nee, hier ist Satellitenschüssel, wir machen eine ganz neue dran und so, aber so ein Otto, so ein Otto. Und es sieht ja nicht immer gut aus, wenn Sie so durch gewisse Siedlungen sagen, ja, fahren und sehen da 120 Satellitenschüsseln. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen befremdend. Es, ne, hat irgendwie immer das Gefühl, der Papst fährt gleich vorbei und die ganzen Fernsehsender sind schon da. Ne? Ja. Also allererstens mal, liebe Zuschauer, Sie haben es ja mitbekommen, seit 31. März 2012 gibt es ja kein analoges Kabelsignal mehr. Ja, das wobei also, da viel Trara gemacht wurde und es sind ganz wenige Haushalte, die wirklich betroffen, ja, waren. Ja, ne? Weil viele natürlich auch schon auf das bessere oder das beste Medium Satellitenschüssel umgestellt haben. Genau. Aber das, was du gerade sagst, eben mit diesen riesen Schüsseln an der Wand oder eben, dass viele Vermieter auch sagen, das kommt bei uns nicht ins Programm. Es wird immer mehr verboten. Also es ist wirklich Tatsache so, dass eben viele auch in Wohnblöcken, ja, gesagt wird, nein, wird nicht. Und mit dieser Satellitenschüssel haben Sie den Riesenvorteil, die ist so klein, so kompakt, mhm, die kann ich jederzeit auf einem Balkon so montieren, dass sie nicht auffällt. Und deshalb habe ich auch dieses Beispiel gesagt, das sieht eigentlich aus wie so ein Ständer oder wie irgendwas für einen Gartenabteil. Ne? Absolut. Ja. Ja, ja. Also den können Sie auf dem Balkon so anbringen, da sehen wir es zum Beispiel, könnt ihr auch im Basketball, ja, genau, sein, ne? Eigentlich schon, ja. Ja. Wo wir noch nicht fertig sind mit dem Arbeiten. Ich gehe da mal hin, damit Sie es mal sehen können. So, gucke mal. Also das ist wirklich die ganze Satellitenschüssel. Und das, liebe Zuschauer, ist eine größere Satellitenschüssel. Die können Sie ganz locker flockig auf Ihrer Terrasse, auf Ihrem Balkon montieren, ohne dass die wirklich ins Gewicht fällt. Die wiegt, ja, 2 Kilo, das ist nicht wirklich schwer. Und das ist einfach, es ist übrigens auch super ideal geeignet für WGs zum Beispiel. Weil, mhm, wir sind ja mal wieder bei unserem Pearl-Preis. Das ist ja eigentlich wieder unbeschreiblich, für wie wenig Geld wir eben diese Qualität auch bieten können. Ja, also Sie sehen ja selber den Preis, unfassbar, aber wirklich wahr. Und das ist wirklich ein, ich muss sagen, hohe Qualität, billiger Preis. Ja, hier kaufen Sie ein Schnäppchen ein, richtig billig. Das können wir nur so leisten, weil wir eben unsere eigenen Produkte haben. Das heißt, wir, genau, haben keine Zwischenhändler, sondern wir haben einen Riesenkatalog bei Pearl, über 14.000 Produkte. Und da gehört dieses natürlich auch dazu. Nach und nach bringen wir alles so langsam ins Fernsehen und es werden immer mehr. Ja, das wächst, absolut, ja nach. Wir kriegen immer mehr Produkte und deshalb unsere Einkäufer machen natürlich die Preise so niedrig. Mein Gott, nochmal, andere wollen, was weiß ich, 500% Gewinn. Genau. Und wir begnügen uns mit einem kleinen Anteil, dass wir, absolut, Leute bezahlen können. Ja. Ne? Genau. So ist es. Also, da ist kein Haken dran. Definitiv nicht. Und die Preis-Leistung, die wir haben, ist einfach unschlagbar. Wir haben nämlich hier bei der Satellitenschüssel absolut witterungsbeständig. Das heißt, also ich kann ja auch jederzeit im Winter, es gibt auch viele Satellitenschüssel aus Alu sind, die zum Beispiel irgendwann auch so abbröseln. Das kennst du sicherlich auch, wenn man so, das sieht ja auch nachher schlimm aus. Ich habe diese silberlackierten Satellitenschüsseln, dann bröckelt das runter. Das, ja, ist ja, also, nicht wirklich hübsch. Also wirklich gut anzubringen, völlig unauffällig. Das merkt so schnell kein Mensch. Massive, wenn Sie jetzt Halterung in einer dabei. Siedlung wohnen, was habe ich? Massive Halterung mit dabei, so, muss, ja, man auch sagen. Perfekt austarierbar. Es gibt auch viele Halterungen. Ich kann das ja mal drehen jetzt. Genau. Ne? Ja? Zeigen, okay, Sie es, wir zeigen es einfach mal. Einmal drehen und ich habe also sehen Sie's, wirklich feine Rasterungseinstellungen mit dabei und auch vom Winkel her alles sauber einstellbar. Ich habe sogar die Winkelanzeigen mit dabei. Ich kann es also wirklich perfekt justieren und da kommen wir jetzt auf das Zubehör, würde ich mal sagen, ja, was ich Ihnen sofort empfehle, mit dazu zu bestellen, liebe, jawohl, Zuschauer. So, einmal wieder drehen. Wir haben natürlich. Sag mal, hast du eigentlich schon gesagt, dass das zwei. Das so, lasse ich noch. Okay, das, okay, da komme, okay, ich nachher, okay, noch drauf. Ja. Also, es ist ja immer so, Satellitenschüsseln müssen auch eingestellt und montiert werden. Mhm. Wenn ich jetzt den Fachmann kommen lasse, kann man ganz pauschal sagen, bin ich für Montage und Einrichten der Satellitenschüssel zwischen 120, 140, 160 Euro und los. Da kommt die Anfahrt noch dazu. Die kommt auch noch dazu. Ja. Wir haben jetzt aber für Sie, liebe Zuschauer, und das bestellen Sie bitte dazu, weil es ist absolut einfach. Ein TV-Satellitenfinder, weil, mhm, ich muss ja auch meinen Astra, meinen Eutelsat ja auch finden. Es gibt ja auch die türkischen Satelliten, die auch dementsprechend heute, ja, gerade von vielen Türken in Deutschland empfangen werden, um auch die aktuellen Programme laufen lassen zu können. Genau. Und dieses Gerät wird zwischen den Satellitenreceiver und die Schüssel
zwischengestellt. Mhm. Und was ich bei dem Gerät eben sehr toll finde, ist, dass wir einen Kompass mit dabei haben, damit wir uns erstmal orientieren können, wo muss ich denn hin? Weil Astra ist ja zum Beispiel nach Osten ausgerichtet. Und dann kann ich schon erstmal sehen, welchen Bereich vorne oder hinten in der Wohnung oder auf der Terrasse montiere ich eigentlich diese Satellitenschüssel. Mhm. Dann schließe ich das Gerät an und der optimiert mir genau, ich muss es natürlich einstellen, für einen perfekten Senderempfang. Und wir sind heute mit Astra definitiv, auch nach Stiftung Warentest, auf dem besten Qualitätsniveau, was man kriegen kann über Satellit. Deswegen stellen auch alle auf Satellit um. Mhm. Und habe hier den Finder eben mit dazu, der erstmal die Groborientierung mit dem Kompass bietet. Das ist ja, ich bin ja ein Kompass-Fan ohne Ende. Aber dass der hier gleich drin ist, da wissen Sie sofort, in welche Richtung es geht, damit Sie alle Programme bekommen. Absolut. Können, ne? Und dann stelle ich eben dementsprechend über Signal und über die Signalleistung mit einem Signalton die Satellitenschüssel perfekt ein. Mhm. Bestellen Sie es mit zu dem Preis, kriegen Sie es nirgendwo und wie gesagt, im Fachhandel zahlen Sie 120, 140, 160 Euro für die Installation. Das können Sie ohne Probleme selber. Mhm. Das jetzt einfach mal dabei, dass man wirklich sagen kann, nehmen Sie mit dazu. So. Und jetzt kommen wir aber, lieber Walter, zu unserem Highlight von unserer Satellitenschüssel. Da freue ich mich richtig. Normalerweise ist es so, dass ich heute zwischen 70 bis 100, 120 Euro für eine Satellitenschüssel ausgebe und da kann ich dann genau einen Satellitenreceiver anschließen. Das heißt, ich muss dann immer wieder einen neuen Receiver haben. Oder ich muss dementsprechend meinen LNB, so wie der sich nennt, vorne am Aufsatz verdoppeln. Vernünftiger LNB kostet heute... Ist bei mir sehr schwierig. Ich mache jetzt Fernsehen seit 1989, das sind ja schon ein paar Tage. Und ich habe in jedem Zimmer, glauben Sie es mir, bis aufs Badezimmer, aber sonst in jedem Zimmer einen Fernseher. Habe ich also eine Vier-Zimmer-Wohnung, habe ich auch vier Fernseher. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Ich müsste also vier Receiver kaufen. Mhm. Und nun? Jetzt haben wir den Vorteil und das Schöne ist, man sieht es zum Beispiel bei der Satellitenschüssel auch nicht. Normalerweise habe ich diese LNBs vorne mit einem Halter aus der Satellitenschüssel rauskommend. Ja. Das haben wir aber alles hier in der Satellitenschüssel integriert und wir haben hier eine Satellitenschüssel in 43 mal 43 Zentimeter. Ich sage es nochmal, mit zwei LNBs. Das bedeutet also, ich habe jederzeit schon mal die normale klassische Ausstattung, Schlafzimmer und Wohnzimmer, komplett mit abgedeckt. Mhm. Und aber alles auch so versteckt, und jetzt kommen wir eben auch wieder auf die Montagemöglichkeiten dieser Satellitenschüssel. Und genau das ist der Punkt, die LNBs sind hinter der Satellitenschüssel versteckt. Ja. Das heißt, das Ding ragt mir nicht ewig weit irgendwo über den Balkon raus, sondern ich habe vorne einfach nur die flache Seite und hinten meine beiden LNBs mit dabei. Und für das Geld ist das unschlagbar, vor allem zu der Größe. Da kannst du definitiv sagen, das gibt es sonst nirgendwo. Das kann man ganz klar sagen. Ja, mit dem, was Sie jetzt heute hier bei uns billig erwerben, meine Damen und Herren, können Sie zwei Fernseher bedienen. Absolut. Ja. Ja. Nicht das nur heißt, einen, sondern zwei. Sondern zwei. Oder, was viele Leute heute auch machen, es gibt ja diese DVD-Rekorder oder heute auch Blu-ray-Rekorder, die eine Festplatte mit drin haben. Und da ist immer das Problem, viele Leute können dann genau das Programm, was sie gucken, aufnehmen, wenn sie einen LNB haben. Mhm. Wenn ich aber heute, die Entwicklung geht ja weiter, einen Blu-ray-Recorder habe, der zum Beispiel einen Twin-Satellitentuner drin hat. Dann habe ich auch noch den Riesenvorteil, wenn ich jetzt wirklich nur einen im Wohnzimmer nutzen will, dann schließe ich diese beiden Satellitentuner auch an diese Satellitenschüssel an und kann zeitversetzt fernsehen und aufnehmen. Das bedeutet, ich gucke zum Beispiel auf den ersten Programm abends einen Film und nehme aber auf den privaten zum Beispiel noch einen Film gleichzeitig auf. Pearl TV beispielsweise. Tja, oder Pearl TV eben. Aufnehmen, hinterher gucken und dann bestellen. Absolut. Ja. Und die Ausstattung, ich sag's nochmal, 79, 89, 90, 100 Euro für eine vernünftige Satellitenschüssel, ein Doppel-LNB, ein vernünftiger, kostet heute zwischen 60 und 80 Euro. Jetzt gucken Sie sich den Preis bei uns an, staunen Sie, kaufen Sie das Produkt und seien Sie einfach begeistert von dem, was diese Satellitenschüssel in der Größe kann. Es ist exzellent. Da bin ich auch super neugierig. Schicken Sie uns E-Mails, sagen Sie Bescheid, wie es bei Ihnen zu Hause ist, Fall. Ob wir wirklich klar rüberkommen oder ob wir uns ein bisschen weniger schminken müssen. Ja, ist doch wahr, ne? Absolut, ja. Und ich bin ja ein absoluter Fan von Satellitenschüsseln, absolut, also, weil du ja eine viel größere Auswahl an Programmen hast. Wenn du die Kabelprogramme alle anguckst, da muss ich wirklich, ich darf das ja auch mal sagen, ich bin ja selber tätig im Fernsehen, schon viele, viele Jahre. Und es ist tatsächlich so, dass so viele Wiederholungen kommen. Ja, wenn es dann da nicht mehr läuft, kommst du auf den nächsten Kanal, das wird alles so jahrelang durchgezogen. Ich gucke ja schon mein Leben lang Lassie und ich kann den armen Hund nicht mehr sehen. Ja, das ist wirklich so. Ich langsam verstehen, ja. Toll ist natürlich bei Satelliten. Oder John Boy, Licht aus. Ja gut, das ist natürlich ein Klassiker, ne? Aber auch der wird mal langweilig. Ja. Wir haben natürlich bei Satellitenprogrammen heute noch den Vorteil mit dabei, wir haben ja auch noch über 400 Radioprogramme, Radiosender noch mit dabei, die empfangbar sind. Das ist auch noch ganz wichtig. Und die kannst du natürlich, wenn du jetzt in München bist, kannst du den NDR in Hamburg hören. Ganz genau. Und das so finde ich toll. Ja. Ne? Das heißt, ich bin ortsungebunden oder wie es eben heute auch in Urlaubsländern ist, dass ich über einen Satellit, weil jetzt kommen wir noch auf den Punkt, dadurch, dass die so handlich und klein ist, kann ich die an jeden Campingwagen anbringen. Ich kann die auf jeden, genau, Segelboot
anbringen. Ich kann die auch letztendlich, wenn ich beim Camping bin am Wochenende. Und bei mir ist es ja immer so Sonntagnachmittag, wenn Formel 1 Grand Prix ist, für mich ja heilig, bin ich eigentlich zu Hause. Wenn ich jetzt mal im Urlaub wäre und ich hätte ein Campingmobil dabei, ich wäre glücklich, wenn ich so eine Satellitenschüssel dabei hätte, weil ich könnte es auch gucken. Einfach schick, auch am Auto, absolut, auch am Wohnmobil, natürlich in der Campinganlage oder im Schrebergarten, wo immer auch. Und der Trend wird immer größer, gerade in den Großstädten, an den Rändern der Großstädte, sind ja viele Schrebergärten und so, weil die Leute wollen ja auch mal wieder in die Natur da. Ja. Und da merkt man schon den Trend, da sehen Sie überall so eine Satellitenschüssel. Das ist im Moment in, das machen Sie alle sehr gerne. Es ist einfach definitiv die beste Qualität, die ich digital kriegen kann und ich denke mal, von der werden wir immer mehr sehen, weil in dem kompakten Format. Das ist jetzt schon klar, man merkt das an den Bestellungen. Es geht immer langsam los. Ne? Und dann nur plötzlich. Und plötzlich macht das Bumm und ausverkauft. Und jedes Mal wieder Bumm und ausverkauft. Ist doch klar. Ist billig, hat eine gute Qualität, ist eben ein Pearl-Produkt, meine Damen und Herren. Absolut, ja. Und ich kann wirklich nur empfehlen, ran ans Telefon. Dann ihn hier nicht vergessen. Ja, den Satellitenfinder auf jeden Fall mit dazu bestellen, weil die Installation ist absolut easy mit dem Gerät. Ja. Und Sie werden absolut einen Top-Empfang haben. Gut, ja, dann können wir nur noch sagen, jetzt sind Sie dran. Genau. Und wir holen schon mal das nächste Produkt. Pearl, europaweit. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis. Einfach unter 0180 51 51 3x2. Oder auf www.pearl.tv. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.